Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, das Sommermärchen. Millionen feiern in den Stadien und beim Public Viewing. Allerdings soll das alles gekauft worden sein. Vermutungen über Bestechungsgelder zur WM-Vergabe nach Deutschland gibt es schon länger. Heute veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel neue Informationen über angebliche schwarze Kassen und über deutsche Funktionäre, die in diese Zahlungen verwickelt worden sein sollen. Wie die Weltmeisterschaft damals überhaupt nach Deutschland kam, erzählt uns Philipp Sommer. And the winner is Deutschland. Für diesen Moment hat Deutschland alles gegeben. Im Jubel der deutschen Prominenz aus Sport und Politik ging schon damals vieles unter. Monatelang war Franz Beckenbauer als Gesicht der deutschen Bewerbung unterwegs gewesen in aller Welt. Beckenbauer, der Weltenbummler. Der Präsident des WM-Organisationskomitees, unterstützt von zahlreichen Prominenten auf seiner Werbetour rund um den Globus. Jürgen Klinsmann etwa. Im Mittelpunkt, aber immer die Lichtgestalt. Es ist Wahnsinn. Ja, also er reist wirklich ständig um die Welt. Und ich weiß auch nicht, wie er mit den Zeitunterschieden und Klimaunterschieden permanent klarkommt. Also er weiß immer noch genau, sich auf den Punkt zu konzentrieren, weiß, die Dinge rüberzubringen. Vielleicht war es aber mit der bloßen Strahlkraft des Kaisers nicht getan. Denn obwohl sich auch die deutsche Politik voll engagiert, die Bewerbung Südafrikas steht lange deutlich besser da. Nicht zuletzt, weil die von Blatter persönlich unterstützt wird. Beckenbauer und der DFB können zwar auf die 8 Europäer im FIFA-Exekutivkomitee bauen, aber das sind nur 8 von 24 Stimmen. Zwar ist Deutschlands Bewerbung makellos, aber das scheint nicht zu reichen. Erfindungsreichtum ist gefragt. Schon in der Vergangenheit waren immer wieder Gerüchte aufgetaucht, dass dabei Beckenbauers damals engster Vertrauter Fedor Ratmann hier rechts im Bild eine tragende Rolle gespielt haben könnte. Ratmann, damals Vizepräsident des OKs, kämpft um jede Stimme, vor allem um die 4 aus Asien. Auffällige Wirtschaftsdeals machen in der Folge stutzig. Das stimmberechtigte FIFA-Mitglied Chung Yong-moon aus Südkoreas Hyundai-Dynastie macht lukrative Geschäfte mit Deutschland. Und auch Thailands Fußballboss Vuravi Makudi freut sich über Freundschaftsspiele von Bayern München im Land und über einen Vertrag, der seiner Frau zusichert, in Zukunft Mercedes-Fahrzeuge in Thailand verkaufen zu dürfen. Auch er hat eine Stimme bei der WM-Wahl. Dort in Zürich schwenken die 4 Asiaten tatsächlich um ins deutsche Lager. Aus den schwarzen Kassen, für die der Spiegel jetzt Beweise gefunden hat, könnte auch am Tag der Entscheidung noch mal Geld geflossen sein. Denn beim Showdown passiert Kurioses. Bei einem Unentschieden scheint Blatters Stimme für Südafrika zu entscheiden. Doch dann verlässt der Neuseeländer Charles Dempsey vor der Wahl den Saal. Deutschland holt den Pokal, die WM mit 12:11. Warum Dempsey nicht abstimmte, konnte er nie schlüssig erklären. Vielleicht auch wegen eines Teils der insgesamt 6,7 Millionen Euro Schwarzgeld, die Deutschland eingesetzt haben soll. Ja, es war ein aufregender Tag, mal wieder muss man sagen, für die Fußballwelt. Bereits am Morgen bei einer Dringlichkeitssitzung des Europäischen Fußballverbandes UEFA gab es erste Hinweise. Den ganzen Tag über warteten dann nicht nur Journalisten auf die Enthüllungsgeschichte des Spiegel, die jetzt online zu lesen ist. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Spiegelredakteur Gunter Latsch in Hamburg, der maßgeblich an dieser Geschichte mitgearbeitet hat. Guten Abend, Herr Latsch. Guten Abend. Wie sicher sind Sie denn, dass die Fußballweltmeisterschaft 2006 gekauft wurde? Wir sind sicher, dass es schwarze Kassen gab und dass die Gelder aus dieser schwarzen Kasse allem Anschein nach Richtung Asien gegangen sind. Wir haben eine Aussage, dass also Günter Netzer, einem hochrangigen DFB-Funktionär, auf die Frage, was mit diesen Millionen passiert sei, gesagt haben soll, damit wurden die Asiaten bezahlt. Das bestreitet Netzer vehement, aber der DFB-Funktionär hat dies ganz genau erinnert und steht auch da nach wie vor zu seiner Aussage. Und welche konkreten Hinweise haben Sie? Welche Akten konnten Sie definitiv einsehen? Ja, wir haben die Akten des Organisationskomitees einsehen können im Zusammenhang mit diesem Schwarzgeld, mit dieser schwarzen Kasse. Man darf ja nicht vergessen, der DFB hat heute Morgen in der Pressemitteilung einräumen müssen, dass es eine merkwürdige Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro gegeben hat, die angeblich nicht dem Zweck entsprechend verwendet worden sei. Wir hatten am Mittwoch den DFB mit einem 16-teiligen Fragenkatalog konfrontiert, sehr detailliert alle unsere Erkenntnisse denen vorgehalten. Sie waren außerstande darauf zu antworten, angeblich, weil das alles 10 Jahre und mehr zurückliege. Und am nächsten Tag, keine 24 Stunden später, haben sie angeblich schon seit Monaten eine Untersuchungskommission laufen, die das alles auf Initiative des DFB-Präsidenten aufklären soll. Das ist doch offen gestanden mehr als merkwürdig. Das heißt, was haben Sie konkret gedacht, als Sie diese Pressemitteilung heute gelesen haben?
Wir haben uns gefreut und gestaunt. Gefreut, weil Sie natürlich einen der Kernpunkte unserer Recherche bestätigen mussten. Wohl aus der Not heraus, weil es vollkommen klar war. Sie konnten ja auch wissen aus unseren Fragen, welche Dokumente uns zur Verfügung stehen. Und gestaunt darüber, mit welch absurden Argumenten eben mit dieser Kommission, die seit Monaten offensichtlich am Arbeiten ist, das dann ins Gegenteil verdreht werden sollte, sodass es für den DFB passte. Es gibt Dokumente, die sehr, sehr eindeutig sind, die im Zusammenhang mit OK-Beschlüssen stehen. Dort wird am Rande erwähnt, dass es also ein Honorar für RLD, für Robert Louis Dreyfus gab. Das ist der Mann, der dieses Geld zur Verfügung gestellt hat. Es gibt eine Paraffe eines OK-Mitgliedes am Rande mit der Bemerkung Schuldschein zurück, weil ein Schuldschein offenbar Herrn Dreyfus übergeben worden ist. Unseren Informationen nach soll Franz Beckenbauer den unterschrieben haben. Er hat auf unsere Anfragen nicht geantwortet. Man wird sehen, was die FIFA da jetzt dann zutage fördert. Da müssen dann alle Leute wahrscheinlich auch noch mal aussagen. Sie haben Franz Beckenbauer angesprochen. Welche Rolle spielt Wolfgang Niersbach, der ja auch im OK damals war? Wolfgang Niersbach ist derjenige, der unseren Recherchen zufolge, und das ist seine Handschrift am Rand dieses Dokumentes, hingeschrieben hat, Honorar für RLD. Er ist also in vollem Umfang eingebunden gewesen, und man muss dazu sagen, es war ja legendiert, diese ganze Aktion, mit einem offiziellen Beschluss des OK, dass man am Kulturprogramm für das Kulturprogramm der FIFA einen Beitrag leisten solle. Und da hat der DFB ja selbst gesagt, dieser Beitrag oder dieses Geld ist nicht zweckentsprechend verwendet worden. Und in all das war Wolfgang Niersbach eingebunden. Er war schließlich auch OK-Mitglied. Okay, dann danke ich Ihnen, Gunter Latsch. Vielen Dank aus Hamburg. Auch wenn Sie jetzt vielen die Illusion genommen haben, dass der Sport irgendwo noch sauber ist. Fakt ist definitiv, der FIFA-Sumpf ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Egal, was noch ans Licht kommt, das alles kommt einem irgendwie längst vor wie ein Märchen oder eher wie eine traurige, unendliche Geschichte. Uli Fritz. Es war einmal ein Club vieler älterer Männer, die nannten sich FIFA. Die wichtigsten saßen im sogenannten Exekutivkomitee und ließen weltweit Fußball spielen. Eine Sportart, die viele Menschen lieben. Ach, was ließ sich damit Geld verdienen, ganz besonders, wenn alle vier Jahre die besten Nationalmannschaften gegeneinander spielten. In einem Land war dann eine tolle Stimmung. Aber wer so eine WM haben wollte, der musste sich ganz schön anstrengen. Das Spiel der alten Männer ging so: Wir geben dir eine WM und du gibst mir dafür schöne Sachen. Muss ja keiner wissen, was. Das wollen plötzlich andere stören. Korruptionsjäger, das FBI, Staatsanwaltschaften, Ethikkommissionen. Sie sorgen dafür, dass der oberste Chef der FIFA, der Herr Blatter aus der Schweiz, gerade nicht amtieren darf. Der will eigentlich von nichts gewusst haben. Seinem alten Freund Chuck Blazer hat Blatter mal Fernsehrechte auch geschenkt. Leider packte Herr Blazer aus. Die WM in Südafrika soll gekauft worden sein. Vielleicht auch die in Frankreich. Ermittlungen laufen auch wegen der WM-Vergaben nach Russland und nach Katar. Ein schmutziges Spiel. Übrigens, der Chef des Europäischen Fußballverbandes, der Franzose Michel Platini, darf auch gerade nicht amtieren, weil er vom Ex-Freund Blatter mal Geld bekommen hat. Für was eigentlich? So viel Geldgeschiebe und jetzt, oh je, auch die Deutschen? Franz Beckenbauer, den alle so mögen, der musste doch sicher wie immer nur freundlich lächeln. Da stimmten doch schon alle für uns. Und Wolfgang Niersbach, der DFB-Präsident, der damals die WM in Deutschland so toll organisiert hat und auch bei der FIFA oben dabei ist, wieso soll der denn was gewusst haben? Und wenn doch, dann darf er jetzt eigentlich auch nicht mehr mitspielen. Vielleicht muss mal die ganze Mannschaft ausgewechselt werden bei der FIFA. Alles neu. Aber das wäre dann wirklich mal ein schönes Märchen. Ja, und ob es wirklich so weit kommt, das wissen wir noch nicht. Wir sind jetzt verbunden mit Guido Tognoni, dem ehemaligen Pressechef der FIFA. Herr Tognoni, guten Abend. Guten Abend. Sie haben jahrelang für den Weltverband gearbeitet, kennen sich dort bestens aus. Es klang jetzt eben an, es müsste grundlegend etwas reformiert werden. Aber die erste Frage, die wir uns halt hier in Deutschland stellen, ist, was wird jetzt aus Wolfgang Niersbach, dem DFB-Präsidenten? Ja, das Timing dieser ganzen Aktion ist etwas seltsam und ist für Wolfgang Niersbach nicht gut. Aber wir können immer noch hoffen, dass Wolfgang Niersbach in den nächsten Tagen eine sehr gute Erklärung findet für diese Millionenzahlung. Es ist nur die zweite Millionenzahlung in wenigen Tagen innerhalb des Spitzenfußballs, was die Administration betrifft, die sehr erklärungsbedürftig ist. Und ich hoffe einfach für den deutschen Fußball, ich hoffe für den DFB, den ich als den besten Verband bezeichnet habe schon oft. Und ich hoffe für Wolfgang Niersbach, dass da eine gute Erklärung kommt und dass dann jeglicher Verdacht von ihm abfällt.
Überrascht Sie es überhaupt, dass die WM 2006 gekauft worden soll, diese Nachricht? Kommt das überraschend? Nein, nein, das kommt überhaupt nicht überraschend. Das ist ja, ich meine, das einzige neue Element in diesem sehr interessanten Spiegelartikel besteht ja darin, dass da offenbar noch ein spezieller Fonds geschaffen wurde für ganz besondere Zahlungen. Alles andere war ja schon bekannt seit längerer Zeit, seit vielen Jahren hat in Deutschland niemand besonders aufgeregt. Jetzt darf dies in diesem ganz geladenen Klima in Bezug auf die FIFA, FIFA-Präsident, Platini und so weiter und so fort, bekommt natürlich alles einen ganz besonderen Wert. Überraschend ist das Ganze nicht. Wir dürfen etwas nicht vergessen, die Wahl eines WM-Veranstalters ist nicht eine technische Wahl, sonst hätte Deutschland jedes Mal gewonnen, wenn er es wollte. Die Wahl eines WM-Veranstalters ist eine politische Wahl. Und da braucht es natürlich Leistungen, um die sogenannten, um die Wahlmänner da sogenannt gut zu stimmen. Und die bekommt man nicht für einen sanften Händedruck. Kann man also davon ausgehen, dass solche Zahlungen für jegliche Großereignisse üblich waren? Ich möchte jetzt nicht Deutschland anprangern, aber man kann davon ausgehen, dass solche Zahlungen in vielen Fällen üblich waren. Und wenn es nicht Barzahlungen waren, dann waren es andere Dienstleistungen, die dann einfach, wie soll ich sagen, den Bereich der Korruption ritzen oder vielleicht ganz nahe daran liegen. Ich muss auch sagen, Deutschland hat sich ja sehr bemüht, um nicht allzu auffällige Aktionen zu machen. Ich meine, wenn Bayern München in Malta spielt, dann spielen sie halt in Malta, in Gottes Namen. Das kann man ja einmal im Leben tun. Und wenn sie in Thailand spielen oder wo auch immer, das kann man ja tun. Und das ist ja an sich, irgendetwas muss man ja tun. Und das waren also Sachen, die wirklich noch in meines Erachtens im absolut zulässigen Bereich sind. Wenn es natürlich um Barzahlungen geht, dann wird das langsam kritisch. Vielen Dank für diese Einschätzung, Guido Tognoni in der Schweiz. Und kurz vor acht hat uns noch die Meldung erreicht, dass der Deutsche Fußballbund erstmal jegliche Schuldzuweisung zurückgewiesen hat und sich auch vorbehält, rechtliche Schritte gegen das Nachrichtenmagazin Der Spiegel einzuleiten. So, jetzt geht es im Anschluss weiter mit dem Spielfilm Besuch für Emma. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.